So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Curse of Monkey Island. So, LeChuck hat sein Schiff in die Luft gejagt und wir sind jetzt hier im Wrack, das wahrscheinlich sinken wird. Also dann gucken wir mal, was hier zu tun ist. Hey, ich kann den Grund des Ozeans sehen. Und da schwimmt ein ziemlich ärgerlich dreinblickender Totenkopf draußen herum. Das könnte Murray sein. Das ist eine Flasche mit sprudelndem Formaldehyd. Ein guter Jahrgang noch dazu. Nein. Eine wunderschöne Wasch- und Trockenkombination mit hohem Fassungsvermögen. Es ist der rumreiche LeChuck. Ruhmreiche. Ich habe schon mehr als genug von ihm gesehen. Mit Schokolade überzogene Entenmuscheln, Lakritzangelhaken, Seebengels, Glasaugen. Ugh. Ihm ist mitten durchs Herz gestochen worden. Niedlich und doch unheimlich. Da steht eine Zombie-Ballerina drauf. Es ist ein Beutel mit Spielgeld. Was für ein Schatz. Hey, da ist ein großer Diamantring hinter diesem Beutel. Es ist ein Diamantring. Okay, Diamantring kann man immer gebrauchen. Sie ist kaputt gegangen, warum als nicht? Das Schiff kenterte. Heirate mich oder stirb. Ergreifend. Romantisch. Ich will nicht wissen, welche Pläne LeChuck damit hatte. Kein Pirat, der etwas gehen. Auf sich hält, würde so etwas tragen. Ich möchte nicht daran denken, was dieser Kamm durchmachen musste. Kein Pirat, der etwas auf sich hält, würde so etwas tragen. Warum nicht? Das ist der größte Haufen Schätze, den ich jemals gesehen habe. Ach, wenn ich nur einen Weg fände, da rauf und hinaus zu kommen. Weil dieses Schiff gekentert ist, führt diese Leiter ins Nichts. Okay. Dann gucken wir uns mal an, was haben wir denn da? Wir haben die Ballons noch. Wir haben einen Skelettarm. Ich kann einen Ballon nicht damit benutzen. Warum nicht? Was könnte man hier denn kombinieren? Ich kann einen Ballon nicht damit benutzen. 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 Okay, halt's Maul. Hey, das ist die neue Kuschelrock für Zombies. Weil dieses Schiff gekentert ist, führt diese Leiter ins Nichts. Okay. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen überfragt. Also man sieht wirklich, ich habe keine Ahnung mehr von den Rätseln. War da nicht irgendwas mit diesem Zombie-Arm? Oder Skelettarm? Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Tja. Schallplattensammlung. Ein Seil oder so sehe ich hier nirgends. Nee. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Okay, also ich weiß nicht, vielleicht den scharfen Diamant fürs Bullauge. Nee, echt jetzt? Okay. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass das wirklich so funktioniert. Allerliebst. Guybrush? Guybrush! Ich dachte, ich hätte dich für immer verloren. Bist du es auch wirklich? Ja, Elaine.
War das ernst gemeint, was du da draußen gesagt hast? Dass ich der einzige Mann bin, den du je geliebt hast? Weißt du, ja, Guybrush, ich glaube, das war's. Elaine, ich bin ein Mann der Tat. Ein Abenteurer, ein Gauner, ein Wanderer. Ein Mann, der seinen Atem 10 Minuten anhalten kann. Mich hält nichts, ich bereue nichts. Ich segle mit dem Wind, wohin mich das Abenteuer führt. Aber irgendetwas bringt mich dann Guybrush, immer wieder zu... halt die Luft an. Elaine, willst du mich heiraten? Oh, Guybrush. Oh. Wally? Du lebst. Aber wie hast du die Explosion überstanden? Ich bin rausgeschleudert worden. Oh Mann, bin ich froh, dass ich nicht angeschnallt war. Wow, Elaine, das nenne ich einen Ring. Danke sehr, Wally. Das ist ein Verlobungsring von Guybrush. Hey, der sieht fast aus wie der große Diamantring, den LeChuck in seiner Schatzkammer hatte. Du weißt schon, der mit diesem fürchterlich grausamen Voodoo-Fluch belegt ist. Naja, aber diesen Ring würde dir Guybrush natürlich nie geben. Egal, ich muss gehen. Hier soll ein Laden sein, wo man sich Tätowierungen entfernen lassen kann, ohne Narben und Flecken. Wir sehen uns zur Hochzeit. Guybrush! Kapitel 2. Ein hochkarätiger Fluch. Oh nein. Okay. Elaine, das wird dir bestimmt nicht gefallen. Ja, Elaine nicht, aber naja. Vielleicht gefällt Guybrush, weil sie vielleicht die Klappe hält. So, wir sind am Strand und haben Elaine verflucht. Es ist Elaine. Ich muss sie irgendwie zurückverwandeln. Es ist ein glühendes Stück Kohle, ein Überbleibsel der Schlacht. Autsch! Dies ist eine Informationstafel, aufgestellt von der Plunder Island Naturalistengesellschaft. Plunder Island Wildhuhn, eine der am meisten verbreiteten Tierarten von Plunder Island. Dies ist das Tier, das unserer Hauptstadt Puerto Pollo den Namen gab. Besser nicht. Bock! Bock, bock, bock. Was haben wir hier Schönes? Das Long John Silver Zentrum der darstellenden Künste präsentiert Spear. Da steht: Willkommen in Puerto Pollo von der Bruderschaft der Geflügelzüchter von Plunder Island. Okay. Ich will noch nicht da in die Stadt. Vielleicht geht's hier noch woanders lang. Brücke. Die scheint zerstört zu sein. Die Brücke ist unpassierbar. Macht nichts. In der Festung gibt es sowieso nichts Interessantes. Okay. Dann gehen wir mal rechts lang. Voodoo-Markierung. Oh, da geht's zur Voodoo-Lady. Hundertprozentig. Mysteriös. Okay, das war die Festung. Was haben wir denn hier? Fragezeichen. Gehen wir ins Fragezeichen. Na. Es sieht aus, als ob es von einem Taifun hierhin geschleudert worden ist. Oh, Murray. Ach, du schon wieder. Ja, dein schrecklichster Albtraum. Ja, sicher. Ich überbringe dir eine Warnung aus den Abgründen der Hölle. Geh nicht weiter in den Sumpf. Kehre um! Kehre um! Dunkelheit wird dich umhüllen! Ach, Murray. Wie bist du denn bis da oben hinaufgekommen? Was machst du da oben? Weißt du etwas darüber, wie man Flüche aufhebt? Was machst du da oben? Ich stehe hier als ein Zeugnis. Stehe?
Hänge hier als ein Zeugnis der Kraft der Mächte des Bösen, die eines Tages den Sieg über die gesamte Erde feiern werden. Wie bist du denn bis da oben hinaufgekommen? Durch schiere Willenskraft. Ah ja. Ja. Na gut, es war ein Haufen dieser verrückten Voodoo-Kids. Sie haben mich an der Küste gefunden und hier aufgespießt. Und die ganze Zeit fanden sie das irrsinnig komisch. Soll ich dir runterhelfen? Hilfe? Von euch sterblichen Dummköpfen brauche ich keine Hilfe. Ich bin Murray, der allmächtige dämonische Totenschädel. Okay, ich wollte nur mal nachfragen. Ja, versteh mich nicht falsch. Ich weiß das Angebot zu schätzen. Wie lange willst du das noch weitermachen? Solange es denn nötig ist. Muss ganz schön langweilig sein da oben. Niemals! Die Mächte der Dunkelheit sind niemals langweilig. Eines Tages werden wir beweisen, dass... Oh, wen versuche ich für dumm zu verkaufen? Mir ist todlangweilig. Im übertragenen Sinne natürlich. Du wirkst unzufrieden. Ach, ich weiß nicht. Es ist nur so, dass nicht allzu viele Leute durch diesen Sumpf kommen. Was würdest du lieber machen? Ich muss mich unter die niederen Leute begeben und sie erschrecken und Schmerz und Unglück über sie bringen. Das würde dich glücklich machen? Ja, glücklich auf eine dunkle, dämonische Art. Weißt du etwas darüber, wie man Flüche aufhebt? Oh, richtig. Ich weiß viel über das Aufheben. Deshalb bin ich ein körperloser, sprechender Schädel, der mitten in einem Sumpf auf einen Pfahl aufgespießt ist. Du scheinst verbittert zu sein. Tut mir leid. Es war ein harter Tag. Ich würde gerne bleiben und ein bisschen plaudern, aber ich muss gehen. So. Murray. Ist ein bisschen aufgespießt. Gehen wir mal zu Voodoo-Lady. Das ist ein großes, ausgestopftes Krokodil mit einer ungewöhnlich langen Zunge. Wer bist du und wie konntest du einfach so erscheinen? Ich bin mit dem zweiten Gesicht gesegnet. Erfahren im Umgang mit den Kräften der Natur, zum Wohle aller, die durch meine Tür treten. Du bist Modeberaterin. Ja, aber das war nicht das, worauf ich mich bezogen habe. Ich bin eine Voodoo-Priesterin. Schick. Du bist ein Herbsttyp, nebenbei bemerkt. Kenne ich dich von irgendwoher? Kenne ich dich nicht von irgendwoher? Wir kennen uns beide seit langer Zeit, Guybrush Threepwood. Du hast viel durchgemacht, daher ist es verständlich, dass du mich vergessen hast. Wir haben uns auf Mealy Island getroffen, als du das erste Mal versucht hast, Pirat zu werden. Warte eine Sekunde. Sind wir dabei, eine dieser Rückblenden-Geschichten zu machen? Die machen mich immer ganz krank. Nein, ich werde mich kurz fassen. Ich habe dir zweimal geholfen, den bösen Piraten LeChuck zu besiegen. Zuerst durch das Bereiten der Voodoo-Anti-Wurzel. Ich fange an, mich zu erinnern. Und dann noch einmal durch meine Hilfe bei der Anfertigung einer Voodoo-Puppe von seiner Zombie-Gestalt. Das stimmt. Du hast mir schon so oft geholfen und ich kenne nicht einmal deinen Namen. Ich bin unter vielen Namen auf vielen unterschiedlichen Inseln bekannt. Aber Namen sind nicht von Bedeutung. Du solltest das wie kein anderer wissen, Guybrush Threepwood. Ja, du hast recht. Hey, machst du dich über mich lustig? Daran würde ich nicht einmal im Traum denken. Junge, habe ich viele Geschichten, die ich dir erzählen muss. Geschichten? Ja, nun, ich spüre eine große Erschütterung der Macht. Ich muss gehen. Aber ich muss dir von LeChuck erzählen. Und von Elaine. Ich werde jetzt in einem großen Lichtblitz verschwinden. Bedecke deine Augen.
Nein, warte. Es hat alles auf Dinky Island begonnen. Ich wusste, dass LeChuck nahe war. Ich werde hier verschwinden. Jeden Moment. Okay. Keine Geschichten. Netter Laden. Gefällt mir, wie du ihn eingerichtet hast. Danke. Du musst es durcheinander entschuldigen. Die Kinder sind vorbeigekommen, um mit ihren Papier-Voodoo-Puppen zu spielen. Es sind so liebenswürdige Kinder. Möchtest du ein paar Bilder sehen? Vielleicht später. Ja, dafür ist jetzt nicht die Zeit. Ich fühle, dass etwas Schreckliches passiert ist. Hey, du bist gut. Etwas Schreckliches ist geschehen. Ich habe Elaine endlich einen Heiratsantrag gemacht. Gratulation. Das klingt nicht so schreck. Und als ich ihr den Verlobungsring auf den Finger steckte, wurde sie mit einem schrecklichen Piratenfluch belegt und für alle Ewigkeit in eine massive Goldstatue verwandelt. Ach, das erklärt alles. Ich wurde von einer Welle überwältigenden Hasses und Zornes getroffen. Ja, dieser LeChuck war ein ziemlich mieser Kerl. Ich sprach über Elaine. Es bleibt keine Zeit, um sich darüber Gedanken zu machen. Wir müssen uns beeilen. Keine Panik, Guybrush. Sie ist sicher, bis wir den Fluch brechen können. Du solltest dir nur Gedanken darüber machen, dass sie gestohlen werden kann. Wo hast du sie versteckt? Versteckt? Ich kann es dir nicht sagen. Das ist zu geheim. Mir fällt da gerade etwas ein. Ich muss weg. Nee, versteckt? Machen wir doch mal so. Du hast sie nicht versteckt? Sie ist eine massive Goldstatue auf einer Insel voller Piraten. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Geh, Guybrush. Beeil dich, bevor du zu spät kommst. Elaine! Ich muss sie zurückbekommen. Das ist mir so peinlich. Es sieht aus, als bräuchte ich noch ein wenig mehr Hilfe. Jemand hat Elaine gestohlen. Das ist Pech. Es wird schwierig werden, sie zurückzubekommen. Weißt du, wer sie entführt hat? Nicht sicher. Aber ich verdächtige die schäbigen Piraten, die in der Jefarenbucht ankern. Kannst du mir etwas geben, um den Fluch aufzuheben? Nein. LeChucks Fluch ist sehr mächtig. Genährt von seinem Ärger und der starken Frustration in Bezug auf das andere Geschlecht. Ich habe hier nichts, das einen so mächtigen Fluch aufheben könnte. Ich sehe aber eine Möglichkeit. Toll, welche? Du musst den verfluchten Ring durch einen reinen von gleichem oder höherem Wert ersetzen. Eine gute Richtlinie ist das Gehalt von 2 Monaten. Wo finde ich so einen großen, unverfluchten Diamantring? Ich hätte nicht gedacht, dass dieser ganze Fluchmist so kompliziert ist. Gibt es einen etwas kostengünstigeren Weg, den Fluch aufzuheben? Du solltest in der Lage sein, es mit praktisch keinem finanziellen Aufwand durchzuführen. Perfekt. Wie? Die Legende erzählt von einem mordsmäßig großen Diamantring auf Blood Island. Blood Island? Davon habe ich noch nie gehört. Mit dieser Insel wirst du bald sehr vertraut sein. Aber du musst vorsichtig sein, Guybrush. Ich habe vorhergesehen, dass deine Reise mit Gefahren und Täuschungen gespickt sein wird. Ich habe auch gesehen, dass Blood Island der Ort sein wird, an dem du stirbst. Also gibt es noch irgendwelche anderen großen unverfluchten Ringe auf anderen Inseln? Nein, der Wert des Ringes auf Blood Island rührt von seiner emotionalen Bedeutung her. Er repräsentiert eine reine, wahre Liebe. Eine Macht, die größer als alles andere ist. Oh, das ist süß. Ich glaube, ich habe da etwas im Auge. Verspotte die Voodoo-Priesterin nicht. Okay. Es ist wirklich ein sehr langer Dialog hier. Wie komme ich nach Blood Island? Nun, wie kann ich den Ring auf Blood Island finden? Blood Island klingt gefährlich. Du musst mit mir kommen. Wie komme ich nach Blood Island? Du brauchst 3 Dinge. Eine Karte nach Blood Island, denn die Reise ist lang und gefährlich. Ein seetüchtiges Schiff, um dich hinzubringen. Und eine erfahrene Mannschaft.
Karte, Schiff und Mannschaft. Alles klar. Okay, das kennen wir schon. Karte, Schiff, Mannschaft. Wie kann ich den Ring auf Blood Island finden? Alles, was ich sehen kann, ist eine lange und schmerzvolle Geschichte, die mit dem Ring verbunden ist. Und ich spüre eine große Trauer, die damit verbunden ist. Du wirst mehr erfahren, wenn du erst einmal die Insel gefunden hast. Blood Island klingt gefährlich. Du musst mit mir kommen. Nein, kann ich nicht. Ich habe in den letzten 6 Jahren auf 3 verschiedenen Inseln gelebt. Ich möchte nicht mehr reisen. Außerdem ist dieses Wrack noch nicht abbezahlt. No, Mann, Herr. Aber wer wird mir Informationen und Ratschläge geben? Du musst mitkommen. Du bist meine einzige Hoffnung. Nein, Guybrush. Es gibt noch eine andere. Blood Island, ich komme. Wer sagtest du entführte Elaine? Ich habe den Verdacht, dass das Werk der Piraten war, die in der Jefarenbucht ankern. Okay, Jefarenbucht. Nun, sie werden es noch bereuen, sich an meiner Freundin vergriffen zu haben. Jefarenbucht, hä? Du solltest vielleicht lieber im Wrack bleiben. Es könnte ungemütlich werden. Ja, welche Insel ist das überhaupt? Ja. Du bist auf Plunder Island gelandet. Plunder Island? Klingt passend für einen Piraten. Natürlich. Es ist eine Art Altersheim für Ex-Piraten und ihre Gattinnen. Klingt aufregend. In letzter Zeit ist etwas zu viel auf der Insel los gewesen. Alles dreht sich um Gouverneurin Marley, LeChuck und ein gigantisches Hühnchen. Was war das gigantisches für eine Sache mit dem gigantischen Hühnchen? Ah ja, Guybrush. Du bist auf einer Insel gelandet, die von der kalten, klammen Hand der Angst umklammert wird. Glaubst du nicht, dass du alles ein bisschen überdramatisierst? Dies war eine friedliche Insel, bis das große Biest an unseren Küsten landete. Einige sagen, es wurde geschickt, damit die Inselbewohner für ihre Grausamkeiten bezahlten. Andere sagen, es wäre pures Schicksal. Was auch immer der Antrieb war, es kam. Das berüchtigte Bärenschwein. Das berüchtigte Bärenschwein von Plunder Island? Nein, sogar noch abscheulicher. Es war El Pollo Diabolo, das gigantische Dämonenhühnchen. So groß wie ein Mann und 2-mal so mächtig. Tragen es seine massiven Unterschenkel mit Leichtigkeit durch den Dschungel. Niemand hat das Biest je gesehen. Aber am Vorabend des Vollmonds kann sein blutgefrierender Schrei in jeder Ecke dieser armen Insel gehört werden. Im Dunkel der Nacht sitzt es geduldig auf der Stange, hält Ausschau, wartet auf den einen Tag. Nein, 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 warte. Erzähl es mir nicht. Lass mich raten. Es brütet einen teuflischen Plan aus, es führt eine neue Hackordnung ein, es will euch alle packen. Es will euch alle packen. Es durchwandert die Insel und nimmt furchtbare Rache an denen, die seine kleineren Genossen fangen und essen wollen. Ach, mach mal halblang. Es gab einst andere wie dich, die gegenüber der wahren Natur der Bestie skeptisch eingestellt waren. Aber sie sind jetzt alle tot. Von seinem gefährlichen Schnabel zu einem blutigen Brei gepickt. Aber ich bin sicher, dass du dich vor nichts fürchten musst. Ja, richtig, wie auch immer. Elaine ist auch Gouverneurin dieser Insel? Eigentlich ist Elaine Gouverneurin des gesamten 3-Insel-Bereichs, bestehend aus Mili, Booty und Plunder Island. Sie ist in ihrer Festung hier auf Plunder gezogen, nachdem das Küchen- und Gartenpersonal ihr Anwesen auf Booty Island verlassen hat. Wie bist du nach Plunder Island gekommen? Ich erkannte, dass meine Filiale im Sumpf von Skep Island nicht ideal gelegen war. Also bist du in einen Sumpf auf einer anderen Insel gezogen? Ich sagte gerade, dass ich in die Zukunft sehen kann. Ich habe niemals gesagt, dass ich eine Expertin in Immobilien sei. Danke, das ist alles, was ich wissen wollte. Puh.
Okay, das ist uninteressant. Ich möchte wissen, in welchem Voodoo-Fluch du gerade arbeitest. Okay, das können wir noch anhören. Aber mir bluten schon die Ohren, ja. Dieser Dialog ist echt mega lang. Ich möchte wissen, an welchem Voodoo-Fluch du gerade arbeitest. Voodoo-Fluch? Oh, das? Das ist nur ein Fondue für heute Nacht. Möchtest du mal probieren? Sind da irgendwelche Stinktierzehen drin? Ein paar. Dann verzichte ich. Danke für deine Hilfe. Okay, ich muss gehen. Wow. Schon lange jetzt. Es ist eine Voodoo-Nadel. Was für eine Erleichterung. Wie niedlich. Eine Voodoo-Puppe aus Papier. Die brauche ich nicht. Sie ist nur ein Spielzeug. Die brauche ich nicht. Sie ist nur ein Spielzeug. Ich möchte diese bescheuerte kleine Schere nicht. Warum nicht? Ich will sie aber haben. Admiral Süßwasser groß und fruchtig Kaugummi. 5 Cent. Ich bin kein Vandale. Ich bin ein Pirat. Okay, also Kaugummi kriegen wir nicht. Hier liegt auch großartig nichts mehr rum, so wie das ausschaut. Krokodil. Da holen wir nur wieder die Voodoo-Lady hoch. Und ich glaube, das war's hier. Gut, raus. Schnell raus hier. Zack, zack. So, wo können wir denn noch hin? Nur noch mal in die Stadt. Okay, müssen wir wieder zur Festung. So. Na, ich schau mal kurz auf die Uhr. Also es ist eigentlich schon wieder Zeit, um den Part zu beenden. Jetzt laufe ich aber noch in den linken Bildschirmrand, um zu schauen, ob sich da was getan hat. Aber ich vermute es eher nicht. Das Schild noch an. Komposition in Gold und Diamant. Künstler unbekannt. Dieses neueste unserer öffentlichen Kunstwerke wurde schändlicherweise ohne Erlaubnis mitgenommen. Handabdrücke. Die Piraten der Gefahrenbucht gehen auf ihren Händen? Verrückt. Tja, ich glaube, ich weiß ja schon, was da war. Ich kann mich, glaube ich, dunkel erinnern. Sieht gefährlich aus. Aber ich spoiler nicht. Gut, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt hier nach Puerto Polo oder wie das auch immer heißen mag, gehen, mache ich einen Cut und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bye, bye.